Hallöchen, Popöchen! Emilia ist heute wieder dabei. Ich möchte die Buntstifte gerne swatchen, die ich im Action gekauft habe. Und ich habe sie mir jetzt nach Nummern sortiert. Und das sieht dann so aus. Ja, und ich bleibe immer noch dabei, dass ich der Meinung bin, dass diese Rottöne hinter dem Schwarz nichts zu suchen haben. Also ich finde, diese Rottöne gehören halt weiter darüber. Genauso wie dieser Grünton und dieses helle Blau und so weiter und so fort. Das Braun hat da halt auch nichts zu suchen. Naja, das ist ja jedem selbst überlassen, wie er es sich hinterher sortiert. Ich habe das nun mal gerne sortiert, aber dann finde ich halt diese die Nummerierung nicht schlau. So, wir fangen an mit der 37. Ui, die sind aber hart. Ja, okay. Die finde ich sehr hart, die Stifte. Ich versuche es mal gerade eben auf einem anderen Papier. Naja. Also wenn ich damit einen Stempel kolorieren möchte, dann habe ich sehr viel und sehr lange zu tun. Das ist natürlich immer oder fast immer so bei Buntstiften, dass man mehrere Lagen auftragen muss. Aber die finde ich schon sehr hart. Da muss ich sehr viel Druck ausüben. Ja, das werden also wohl nicht meine Lieblingsstifte werden. Oh, der ist ganz schlimm hier. Da muss ich richtig drücken. Schade, schade. Ich hatte gehofft, weil da drauf stand Artist Quality, hatte ich ein bisschen gehofft, dass sie eben etwas wertiger sind als die anderen Buntstifte, die in den Metalldosen. Also, dass sie demnach ein bisschen weicher aufzutragen sind und ja, sind sie leider nicht. Bin ein bisschen enttäuscht. Ich meine, es kommt Farbe runter, man sieht es, aber es ist einfach mit zu viel Druck verbunden. Das war jetzt die 40. So, dann kommt die 41. Die Farben an sich finde ich ganz hübsch. Da kann man nichts gegen sagen. Ja. Also das Gelb ist schon mal ähnlich, finde ich, zu den alten Stiften. Na, das hier wahrscheinlich eher, die 38 und die 58. Die sind auch, scheinen sich nicht zu ergänzen, weil die hier haben schon, meine ich, da eine 38. Das sind die aus den Metallboxen. Und da ist die 38 eine lila und hier ist es eben ein Gelb. Also bauen die wohl nicht aufeinander auf. Da stand aber was von New Colors, oder habe ich mich jetzt vertan? Ja, da. New Colors. Naja, wer weiß. Ja, ich meine, es ist ja auch immer abhängig davon, auf welchem Papier man malt. Mir ist auch klar, dass das Heft jetzt hier papiertechnisch gesehen natürlich... oh, der ist weich. Alles andere als eine gute Wahl ist. Der ist super. So stelle ich mir das vor. Die 44 ist total weich. Da kommt richtig Farbe runter. Ich drücke kaum auf. Wenn ich da mal richtig aufdrücke, ist das richtig satt. Oh, ja, wenn man richtig aufdrückt, ist die Mine so weich, dass sie mir bricht. Ja, ich weiß, man kann mir es auch nicht recht machen. Hör auf zu lachen. Okay. Ich lache extra leise. Ja, alles gut, man hört dich trotzdem, aber das ist nicht schlimm. Ich lache ja auch. Also die war schön. Die 44. Der war schön, da war die Mine schön weich. Das ist mir alles andere, ist mir zu kratzig. Nicht meins. Ja, der ist wieder ganz okay. Oh, Rot ist auch schön weich. Komisch, dass die so unterschiedlich sind. Nein, nicht komisch, komisch. Der ist wieder ganz hart. Oh, der geht gar nicht.
Ja, das ist ein, da ist die Mine wieder ein bisschen weicher. Ach, schade, ich bin echt enttäuscht. Ich hatte gehofft, sie seien durchwegs so weich wie hier die 44. Tja. Also die mag ich nicht mal wirklich meinen Kindern in die Hand geben zu malen, weil die einfach so fest drücken müssen, um da wirklich ein sattes Ergebnis zu erreichen. Klar, wenn man jetzt Pastellfarben mag, dann kann man schön seicht malen und ist voll auf zufrieden. Hier, der ist wieder gut. Da drücke ich nur leicht und wenn ich feste drücke, kommt auch richtig Farbe runter. Der ist schön. Aber ich finde, wenn man Kindern Stifte kauft, sollten das welche sein, die sich eben weich auftragen lassen. Ich glaube, kein Kind hat Bock darauf, ewig fest drücken zu müssen, um ein Bild auszumalen. Zumal dann hören sie dann ja auch auf, bevor sie es ausgemalt haben, weil es einfach keinen Spaß macht. Der ist wieder total hart. Ja, das darfst du auch ruhig laut sagen. Mensch. Genau, das soll ja auch Spaß machen. Ja. Sonst male ich keine Bilder mehr aus. Nee, da 54, ja. Die Farben sind schön. Der ist auch wieder ganz weich. Da kommt auch wieder richtig Farbe runter. Ja, ich glaube, ich bleibe bei Aquamarkern und bei Alkoholmarkern. Das ist eher so mein Ding. Ich habe halt auch nicht die Geduld, irgendwie 3 Stunden lang an so einem kleinen Stempelabdruck zu sitzen, weil ich dann da die Bank knarzt, weil ich dann da, wer weiß, wie viele Schichten auf Farbe auftragen muss, damit da ein sattes Farbergebnis bei rumkommt. Die Geduld habe ich nicht, dafür bin ich zu ungeduldig. Was machst du, Schatz? Was suchst du? Ich suche die Buntstifte. Wo habe ich die denn jetzt hingelegt? Ach hier, da. Danke. Nimm dir erstmal nur eine Box. Du kannst auch gleich mit denen hier mal versuchen zu malen. Und kannst mir sagen, was du davon hältst. Mhm. Ja, also die Farben an sich finde ich sehr schön. Die gefallen mir richtig gut. Aber ich mag halt nicht, dass die so hart sind. So hölzern. Ich finde, die kratzen auch so ein bisschen. Ja, hölzern. Hör auf, mich auszulachen. Der ist wieder schön. So, die erste Box haben wir durch. Ich drücke jetzt auf Pause. Ich muss meine kleine Maus abholen und mache dann gleich weiter. Ihr merkt ja quasi eh nichts davon. So, weiter geht's. Okay. Dann wollen wir mal gucken, ob die zweite Box besser ist. Das ist aber... Habe ich jetzt die richtige... Ja, die 60. Das ist doch die gleiche Farbe. Nein. Das und das? Das ist doch gleich. Nein. Warte, guck mal, ob du da... Ja. Wo ist denn 59? Hier. Mal mal hier so ein kleines Stückchen drauf. Nee, das ist... Du hast ein gelbliches Papier, da sieht man das nicht. So, ich mache die jetzt mal direkt nebeneinander. Ja, doch, ja. Das ist... Das ist die 59. Ja. Entschuldigung. Zappelschnute. Das ist die 60. Die 60 ist ein bisschen härter, aber... Also bin ich jetzt... Das ist doch die gleiche Farbe. Nein. Emilia, holle Mule. Holle Mule. Holle Melle Mülle. Hey. So, jetzt aber bitte wieder ein bisschen ruhiger. Also ich finde, das ist die gleiche Farbe. Okay, habe ich zur Kenntnis genommen. Ist in Ordnung. Ja, die mag ich nicht so, es ist nicht meins. Aber muss es ja auch nicht sein. Ja. Was suchst du? Ich suche die gelben. Ach so, warte, gebe ich die sofort. Hier, dann gib mir die andere Dose mal eben zurück, weil sonst wird das hier zu eng. Ja. Okay. 63. Dieses Knarzen von der Bank ist echt ätzend. 64.
60. Wackel nicht so viel. Das knarzt ja. Ich muss aber. Ja, alles gut. Geh. Das ist schön. Aber die sind jetzt alle nicht wahnsinnig weich. Naja, andererseits, mal ganz ehrlich, was erwarte ich für diesen Preis? Ne? Also man kann damit malen. Einige haben einen wunderbar weichen Farbabrieb. Die meisten sind leider Gottes doch sehr hölzern. Aber ich mache es ja auch nicht auf dem besten Papier. Also wenn man jetzt Aquarellpapier nehmen würde, hätte man zwar eine recht starke Struktur, aber der Abrieb wäre bestimmt ein besserer. Ja. Ach ja, jemand hatte mich gefragt, ob die wasservermalbar sind. Ich glaube nicht. Nee, nicht wirklich. Das ist jetzt mehr verschmiert als vermalt. So. Ist auch sehr hart. Ja, so wahnsinnig toll lässt sich damit die Farbe auch nicht. Ja, doch, da geht es. Oh, die Tür quietscht. Mein Kind kommt wieder. Okay. Ja, kannst du ruhig. Ja, hast du gut gemacht. Hättest du aber auch ruhig auflassen können. Komm schnell rauf auf die Bank. Ach, bin ich blöd. Jetzt habe ich gepennt. Warum? Ja, weil ich da gerade die 70 drauf gemalt habe. Das wäre weiß gewesen. Das hier ist aber die 71. Setz dich, Maus. Ja. Grrr. So doof. So. Endspurt. Maus, du kannst eh nicht verhindern, dass es knarzt. Okay. Oh, ein helles Orange. Das ist wieder relativ weich. Das lässt sich gut auftragen, finde ich. Jetzt bin ich gespannt, wie du die findest. Oh ja, die ist ganz schön weich. Ja, ne? Und dann probier gleich mal eine andere. Ja, will ich sowieso. Das ist auch ein schönes Orange. Macht das Kerz ein bisschen rötlich. Darf ich das gleich auch einmal zeigen? Ja. Und dazu einmal das Originalbild. Ja. Mein Engel. Du kannst es nicht verhindern. Die Bank knarzt halt einfach, Maus. Es ist, wie es ist. Jetzt noch dieses Lila hier. Die 70. Die 59. War die weich oder hart für dich? Die war nicht so schön weich, meine ich. Ja doch, mit der kann ich gut malen. Okay. Die fühlt sich auch gar nicht weich an. Ja, wie? Wird sie nicht. Du kannst mit ihr gut malen, obwohl sie sich hart anfühlt? Ja. Okay. Ich liebe harte Stifte. Echt? Ja. Okay. Ich liebe harte Stifte. Boah, jetzt habe ich das Grau oder der Schwarz. Moment, jetzt vertue ich mich. Ah, die 79. Ja, die ist ganz schön hart auch, aber auch gut. Die ist schön hier. Die 79 ist schön. Schönes Grün und schön weich. Und das Schwarz hier kann ich auch gut malen. Ja, die fand ich auch in Ordnung. 80. Okay. So, zwei Farben noch. 81, ein ganz helles Blau. So, und die 82. Und der ist wieder total weich. Ja, so. Ich habe euch jetzt alle Stifte gezeigt, die da drin sind. Wasservermalbar sind sie nicht, höchstens verschmierbar.
Ja, sobald Emilia dann ihr Bild fertig hat, zeige ich euch das auch gerne noch. Und das war es aber erstmal soweit. Ich bin leider nicht so davon überzeugt von diesen Stiften, zumindest nicht, wenn man damit ein bisschen mehr vorhat, als nur ein paar Bildchen auszumalen. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, Leute, die kosten 5 Euro und man hat eine schöne Farbauswahl. Die Farben an sich sind auch schön. Ich finde halt nur, dass einige ganz schön hart sind. So, und Emilia möchte jetzt gerne, noch ihr gemaltes Einhorn zeigen. Sie zeigt erst, bitteschön, einmal das Original. Genau, liegt das da so drunter? Auf dem Boden der Tatsachen liegt eindeutig zu wenig Glitzer. Das habe ich von Dani vom Kanal Mimi Mampelsine 2 bekommen. So, und jetzt zeig mal dein Gemälde. Da steht genau das Gleiche. Auf dem Boden der Tatsachen liegt eindeutig zu wenig Glitzer. Und das habe ich selbst gemalt. Das ist das Einhorn, das Emilia gemalt hat. Und das andere nochmal? Warte. So. Einmal nebeneinander so legen. Okay. Ja, eine. Und an dieser Stelle verabschieden wir uns. Mama hat sich gerade verschluckt, deswegen mache ich das jetzt. Richtet euer Krönchen und tanzt weiter. Tschüssi!